Produkte und Dienstleistungen für den Bereich Blitzschutz, Überspannungsschutz und Arbeitsschutz. Die Digitalisierung hilft uns einerseits, Effizienzen im Unternehmen zu heben, Leute von Aufgaben zu befreien, die unnütz sind und sie für was anderes zu qualifizieren. Und die andere Seite ist die Effektivitätsseite. Wir können jetzt unseren Kunden Dienstleistungen oder neue Geschäftsmodelle anbieten, die es vorher nicht gab. 2011 bin ich ins Unternehmen gekommen und damals hat DEN eine wegweisende Entscheidung getroffen. Wir haben hier 10 Kilometer weg einen zweiten Standort und haben dort ein vollautomatisches Hochregallager nach neuesten Automatisierungsstandards geschaffen. Und 2014 haben wir SAP eingeführt, weil wir gesagt haben, Daten müssen alle überall gleich sein im Unternehmen und haben damit eigentlich schon einen Standard gesetzt. Macht sehr viel Spaß, weil wir sind Marktführer und es ist was Neues und man darf als Chef oder kann ein Chef, muss viel Standards vorgeben. Man muss die Mitarbeiter dann dafür begeistern, dass sie keine Angst haben, sondern sagen, dass das tolle Sachen sind. Das ist Aufbruch. 2011 war das Thema Digitalisierung, der Begriff noch gar nicht so en vogue. Da war mehr das Thema Automatisierung, das es ja schon 20 Jahre gibt. Große machen das ja schon, ohne dass sie den Begriff verwenden. Wir haben dann angefangen, uns selber aufzuschlauen, mit anderen gesprochen, wirklich Cherrypicking gemacht, wer kann mir wirklich was Neues bringen. Mal mit einem Softwaremenschen reden, mal mit einem Betriebswirt reden, führt dann dazu, dass man irgendwann seine eigene Definition von Digitalisierung hat. Und das kann ich nur jedem raten, geht's raus aus dem Unternehmen. Wir dürfen keine Angst haben, sonst dürfte man wahrscheinlich auch nicht Unternehmer sein, sondern eher Unterlasser. Das heißt, Verschwendung in der Lean-Denke rausbringen und die Leute für sinnstiftende, wertschöpfende Tätigkeiten einsetzen. Also wir haben neue Ausbildungsbausteine für Elektronik, für Lean. Das heißt, die Qualifikation für die Aufgaben von morgen, diejenigen, die dann mir nachfolgen, sind andere. Und da fangen wir mit der Ausbildung schon an. Das eine ist der Kunde. Und wir wollen zukünftig die neuen Medien suchen, neues Buzzword, in der Customer Journey, wo sie auch auftauchen, dass sie sich wohl bei uns fühlen. Und das zweite Thema ist, wir wollen eigentlich die ganze Firma IoT oder vernetzt machen. Wir haben 20 Auslandsgesellschaften und wollen auch die schrittweise anbinden.